Tag 5, heute wird richtig alles ins Heizwasser, also die Heizkörper oben, die ja auch alle neu sind, also nicht alle, drei sind auf Deutsch gesagt, einer ist komplett neu, einer ist ausgetauscht worden, weil er zu klein ist, müsste nicht, aber ich habe gesagt, wir wollen voll groß haben und der im Bad, der verrostet ist. So, und jetzt heute wird das draufgelegt, also haben wir schon mal den Pufferspeicher vorgeheizt auf ja, 38, 39 Grad. Aktuell hier unten scheint auch dicht zu sein. Aber das ist hier einfach nur Kunststoff. Genau, so. Und heute wird dann einfach mal nach oben entsprechend gelassen. Da bin ich gespannt, ob alles dicht ist, ob alles heizt. Das ist eigentlich die Stunde der Wahrheit. Schreibt es in die Kommentare, wer die Sendung noch kennt. Gut, dann schauen wir mal weiter. So, jetzt ist gerade hier Wassermarsch und ich bin hier gerade beim Entlüften. Und die eine oder andere Undichtigkeit wurde gerade beseitigt. Bei den neuen Heizkörpern wurde nachgepresst und dann passt das auch. Und jetzt wird hier stark entlüftet. So, bei unserem Kachelofen haben wir jetzt das Problem, dass der mit also keinem Druck fährt. Das hat man vorher gar nicht bedacht. Also der fährt einfach nur mit, ja, einfach was halt Wasser drin ist. Und wenn dieses Wasser irgendwie zu viel wird, dann ist hier oben ein Überlauf und der geht in einen Ausguss rein. Bei einer Wärmepumpe braucht man ja Druck. Leute, das ist jetzt hier ganz wichtig, da braucht man Druck. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dieses Überdruckgefäß hier irgendwie abschließen, dass wir hier keinen, ja, also dass wir Druck drauf geben können. Wir müssen hier ja 1,8, 2 bar sowas drauf geben hier. Da seht ihr die Leitung, die jetzt hier in dieses Überdruckgefäß, also ist ja kein Überdruck, sondern einfach nur ein Überlauf, müssen wir jetzt hier abcutten und dicht machen. Und dann hoffen, dass alles dicht ist. So, Anlage läuft. Auch jetzt aktuell noch nicht verkleidet, alles noch nicht schön, aber das Schöne wird jetzt dann bald gemacht. Aber Funktion ist aktuell gegeben. Und ja, heizstabmäßig, ihr seht, meine Inselanlage macht jetzt hier den Rest. Und ja, die meisten Mechanismen ist jetzt hier abgewickelt, da kann nichts mehr fehlen. Also über 2000 Watt kann jetzt dieser Heizstab jetzt hier einfach das Wasser erwärmen. Und im Ganzen kann ich hier mit den 500 Litern, wenn ich nichts rauslasse, um die 25 Kilowattstunden hier speichern. Und ja, und hier habe ich einen sogenannten Mischer, also bloß ein bisschen zur Orientierung, hier ist es ein Mischer, der stellt ein zwischen Wärmepumpe und Pufferspeicher, was er nimmt. Und aktuell habe ich das jetzt so eingestellt, dass er alles aus dem Pufferspeicher nimmt und von der Wärmepumpe ist nichts, die ist jetzt gerade wieder aus. Und dann geht es hier rauf, aktuell, bei den aktuellen Temperaturen habe ich jetzt 30 Grad hier eingestellt als Vorlauf. Das ist jetzt hier ganz human, einfach zum Testen, ein bisschen das Kennenlernen der Anlage. Und jetzt deswegen ist jetzt auch die Wärmepumpe aus und der Heizstab hier knallt jetzt hier mit 2000 Watt einfach hier rein. Und ja, by the way, den MyPV könnte man jetzt hier theoretisch auch noch mit einstecken, danach der hat hier 750 Watt im AC-Bereich, hier sieht man es nochmal, 55 Watt im AC-Bereich, kann man hier auch noch machen. Ansonsten die Anlage, was oben ist mit dem kleinen PV, da speichere ich mir die Energie für die Nacht und die lasse ich in der Nacht rein, wenn dann die Wärmepumpe wieder marschiert. Ja, so ist der Plan jetzt hier, bis die große Anlage kommt aufs Dach und ja, das war jetzt hier Tag 5. Und Tag 6, da werde ich jetzt aktiv nicht mehr dabei sein. Das ist jetzt hier die Feinarbeit. Das ist jetzt hier die ganzen, hier die Rohre, alle schön isolieren. Bei mir gefällt das eigentlich schon hier fast besser. Aber ja, ist halt schön warm auch. Auch wenn es hier der Rücklauf ist, Vorlauf ist noch wärmer. Ja, das wird alles noch schön gemacht. Kabelkanäle noch zu, Kabel alles noch schön, alles passend macht. Aber so derweil. Jetzt kann meine Inselanlage, geht jetzt hier nicht mehr in Überschuss, sondern jetzt kann ich einfach sagen, okay, so, einfach rein damit ins Thermostat, in den Pufferspeicher. Genau, so, that's it is.
für die weiteren Videos, wie schon gesagt, PV kommt jetzt auch noch alles. Jetzt geht es für mich jetzt persönlich jetzt hier noch gleich wieder aufs Dach rauf, weil das Dach ein bisschen geputzt wird, aber das ist noch ein anderes Thema. Kommt ein anderes Video übrigens auch noch dazu. Und ja, da auch nicht vergessen, den Abonnenten-Button zu drücken. Und hier oben könnt ihr den drücken und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.